Wir sind aber am Kassenstreu vorbei, du brauchst ja Kassenstreu. Sind wir? Ja. Jetzt muss ich gucken, wo welches... Aber meins ist zum Beispiel jetzt nicht dabei, das teure, das ich immer gekauft habe. Nee, ich glaube meins auch nicht. Dann kauf mal was anderes. Dann kauf mal was anderes. Das ist... Keine Ahnung. Das... wir probieren das einfach mal aus. Ja, was heißt, willst du jetzt da reinpinkeln? Interessanter Vorschlag. Das ist die einzige Möglichkeit, um es mal auszuprobieren. Oder willst du, also ich kann gar nicht, aber gib mir noch einen Espresso. Mach ich, wenn das die Bedingung ist. Okay, gut. Gib mir 5 Minuten einen Espresso und eine Bildzeitung. Oder warte, wir holen eine. Wir gehen in die Fischabteilung. Ja. Und streuen das da oben rein. Und das Aquarium. Boom. Dann ist es gut. Und wenn es dann nicht nach Fisch riecht, genau, dann kaufen wir alles. Dann kaufen wir alles. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Oh Gott, ich habe so Lust, das auszuprobieren. Ich auch. Ja, da kannst du landen. Ralf! Ja! Yeah. Wahnsinn. Dürfen wir? Ich bin 8000 Mal getestet, alles. Ist auch ganz geil, dass du mich zuerst umarmst und dann fragst. Ich dachte, wenn, aber ein Haushalt. Dachte ich. Wir sind ein Haushalt. Was machst du hier? Du, ich warte auf dich. Ach so. Ja, weil ich habe gehört, du möchtest was für die Katze kaufen. Möchtest du was für Hildegard kaufen? Für Hildegard, genau. Die neue Katze, was heißt die neue Katze? Die ist ja auch schon einige Jahre bei mir. Ich hatte ja vorher schon eine ganz alte Katze. Also die war nicht alt, die ist bei mir alt geworden. Die ist richtig, die ist 17 oder sowas geworden? 28. Was, 28? 28 Jahre. Das kann nicht sein. Doch, es war. Aber ist es dann, aber dann hat er auch ganz oft Mitleid dann auch. Also wenn die so alt ist, sind die ja auch gebrechlich. Und Katzen können natürlich, ja, zum Beispiel wahnsinnig hoch springen. Die können ja, ja, wirklich plötzlich auf einen, und das kann die dann nicht mehr, dann versucht sie es aber, weil sie hatte noch den Drang wahrscheinlich. Also ich habe damals ja mein gefühltes ganzes Leben mit dieser Katze verbracht. Nach 28 Jahren, dann Wahnsinn. Aber der Moment gleichzeitig, wo du merkst, kommt früher als gedacht mit 28, aber ist jetzt auch nicht so schön, das stimmt. Das ist total so. Und viele Leute, die keine Tiere haben, können das gar nicht so nachvollziehen. Aber das macht total was mit mir. Und das ist auch, man ist dann auch wirklich noch Wochen und Monate lang in Trauer. Das ist tatsächlich so. Das wird zu einer Familie. Genau, genau. Das ist einfach ein Wesen, das du lieb gewonnen hast. Und ob es jetzt die Katze ist oder, ich wollte jetzt fast gesagt, die Oma. Das ist dann, die Oma kennt man ja meistens etwas länger. Aber das ist dann unterm Strich, was so das Herz angeht, manchmal fast egal. Und wie lange darf dann vergehen, bis man sich eine neue Katze ins Leben holt? Und ich habe damals gesagt, ich hole mir jetzt nicht direkt eine Katze, Stichwort Oma, die tauscht ja auch nicht einfach aus. Wenn die Oma leider nicht mehr da ist, gehst du ja nicht ins Altenheim, suchst du eine neue aus. Das macht man ja nicht. Wobei es ein gutes Konzept ist eigentlich. Eigentlich ja, weil es würde viele Omas im Altenheim wahrscheinlich wieder unter die Leute bringen. Und wir haben Überalterung in der Gesellschaft, denk da mal drüber nach. Also wo du es gerade sagst, also vielleicht ist das Konzept der Zukunft. Ja. Aber zurück zur Katze. Ich habe damals dann gesagt, ich höchstens kommt wieder eine Katze zu mir, wenn sie es selber will, sprich, die läuft mir über den Weg. Und was sollst du sagen? Was soll ich sagen? Genau das ist passiert. Ernsthaft jetzt? Hildegard, ich bin ja umgezogen zwei, drei Mal in der Zwischenzeit und habe dann die Terrassentür aufgehabt und tatsächlich diese Katze spaziert rein, brüllt mich an, mau, und blieb. Also wirklich, mau. Und auf den Schoß. Und ist die geilste Katze überhaupt. Die ist die coolste Sau unter der Sonne. Also Katze, Katzensau, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Und die ist so klasse, dass ich sie sofort lieb gewonnen habe und seitdem ist sie geblieben. Das, ich habe auch rausgefunden, wo die Katze eigentlich hingehört. Also du hast den Original-Katzenbesitzer also wirklich noch getroffen? Richtig. Nein. Doch, die hatten schon andere Katzen und diese Katze hat sich da irgendwie nie so richtig eingefügt oder die fand die doof und die fanden die Katze doof. Ich habe keine Ahnung, weil die den ganzen Tag quatscht. Ach so, das heißt, die redet auch mit dir? Ja, den ganzen Tag. Du kriegst immer eine Antwort. Hey, guten Morgen. Den ganzen Tag geht das, den ganzen Tag. Schmeckt dir das Essen? Den ganzen Tag, so ein rauchiges. Supergeile Katze. Die hat überhaupt kein Problem mit irgendwas. Die kratzt, die faucht nicht, ist nie böse. Aber es kann natürlich auch sein, dass die damit auch dich verlässt. Wie lange ist die jetzt schon bei dir? Ach Gott, wie lange ist das? 8 Jahre? 6, 7 Jahre? Und wie lange war sie bei dem Vorbesitzer?
Ich glaube, ein Jahr, ein halbes Jahr. Ah, okay, dann seid ihr jetzt quasi schon... Schön, dass du diese negativen Sachen... Nee, aber es kann ja nicht sein... Toll. Ich weiß, dass deine Katze gestorben ist. Ist das nicht ganz furchtbar? Kann es nicht sein, dass die neue Katze wieder wegläuft? Nee, schön, das ist gut. Ich will nur deine Gefühle schützen. Nicht, dass du später das völlig... Dass du mich anrufst und sagst... Yeah! Das ist das Konzept. Ich rufe die schrecklichen Sachen hervor, um deine Gefühle zu schützen. Ja. Das Konzept ist mir neu, aber interessant. Gut, dann reden wir über den Klimawandel. Nein, okay, schlecht. Wir holen jetzt was für Hildegard. Ja, wir holen was für Hildegard. Was wollen wir denn? Essen? Wir holen Geschenke. Ich schenke dir was. Ich brauche Katzenstreu. Oh, das ist gut. Ich hatte ja auch eine Katze. Und nein! Bei Katzenstreu, ja, selbstverständlich. Ich liebe Katzen, weil... Wie war das, als die nicht mehr da war? Die ist jetzt bei den Eltern meiner Ex. Oh, wie fühlt sich das für dich an? Und ich will dich nur schützen. Die, gut. Ja? Ja, das ist total gut. Ist ja gut. Weil die ist da gut aufgehoben, also, und die hat den Laden da im Griff. Wenn du darüber reden möchtest, ich bin da. Ja, und das ist nett. Vielleicht, jetzt kommen wieder viele Sachen hoch. Aber das hat mit dem Frühstück zu tun. Ich hatte einen Espresso zu viel. Schuld. Ja, so, was machen wir denn jetzt? Das ist hier die, immer wenn man reinkommt, kommt man zuerst in die SM-Abteilung von jedem Tierladen. Oh. Finde ich sehr schön. Ich habe da auch einiges von, eigentlich alles, aber das kaufen wir nicht heute. Und das ist alles echtes Leder, ne? Total alles echtes Leder, es riecht auch gut und wenn es so festgezogen wird, Und möchtest du mal ausprobieren? Wo kommt das hin? In den Mund. Okay. Wusstest du, dass Katzen, wenn sie Augen so zumachen, dich angucken, so ein bisschen so langsam, die sind nicht müde, die lächeln. Das ist Lächeln? Das ist maximales Vertrauen. Ich muss dich nicht beobachten, weil du willst mir nichts. Ich kann die Augen schließen, deswegen, weil ich dir vertraue. Das soll heißen, wenn die Katze so macht, heißt das, ich hab dich gern, ich lächle dich an. Oh, das ist gut. Das nächste Mal, wenn meine Freundin ganz, ganz lange mit mir redet und So, dann sagst du ihr, du lächelst. Hier sind übrigens ganz viele Katzenspielzeuge. Ja! Ja! Ja, sowas. Ist das eine echte Feder? Das hoffe ich nicht. Dann ist es ja... Also ich habe auch eine andere gehabt, nicht mit so einer Pfauenfeder, sondern mit so einer Wuschelfeder. Das ist lustig, worüber man so spricht als erwachsener Mann. Ich dachte, nee, ich nehme das mit der Wuschelfeder, ich nehme das mit der Pfauenfeder. Aber das ist ein schönes, aber du musst ihr natürlich schon auch sagen, dass das von mir ist. Das werde ich. Ja, bitte. Die wird sich freuen. Das würde nie so jetzt so tun, als hättest du ihr das mitgebracht. Nein, das würde ich nie im Leben. Ich würde mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ja. Was denn? Entschuldigung, ich lasse. Wir sind aber am Katzenstreu vorbei, du brauchst ja Katzenstreu. Sind wir? Ja. Was ja gleichzeitig auch 20 Kilo sind. Ja. Hab ich angefangen, das so zu tragen. Ja. Das ist ein bisschen indisch, aber geht auch. Ja, okay. Puh, meine größte Sorge ist, dass es jetzt aufbricht und so alles. Oh, so das würde ich so gerne sehen. Haben Sie einen Cutter? Oh mein Gott! So, aber das schränkt uns jetzt dann natürlich in unserer Mobilität enorm ein. Ja. Mhm. Oh, du bist sehr stark, wie lässig du das trägst. Ja, das sieht aber nur so aus. Innerlich keuschig. Ja. Innerlich keuschig. Ja. Aber jetzt will ich noch lebende Tiere sehen. Hier gibt's doch bestimmt Hier. Oh, sind das Meerschweinchen? Die sind offensichtlich weniger. Ich glaube, die sind alle schon gefressen. Also, oder was sind denn da drin? Wie die da süß einfach so sitzen. Ja. Oh, ein Glöckchen. Ein. Ja. Hat so mal einen Hasen und ein Hähnchen und so? Nee. Nee. Gegessen mal. Lecker, aber. Ja. Also nein, der war gar nicht so lecker. Nee. Doch, war sehr lecker. Nein, das darf man nicht sagen. Nein. War nicht lecker. Und war auch nur einmal an Weihnachten. Der trinkt. Das war schon lässig, ne? Wir laufen hier rum, die Kamera. Der hat überhaupt kein Problem mit der Kamera. Das finde ich schon sehr lässig. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit Persönlichkeitsrechten ist, ne? Das weiß ich auch nicht. Wie unterschreiben die? Einfach so. Ja, die. Du musst auf jeden Fall eine Einverständniserklärung gleich von den Meerschweinchen holen, bitte. Und die mit dem Ohr. Die, oh. Genau. Aber die sind sehr süß. Und die essen Fruit Loops. Ich hatte ein Meerschweinchen und dann sind wir in Urlaub gefahren. Und als wir wiederkamen, war es tot. Ihr habt das nicht gefüttert? Doch, die Nachbarin hat es gefüttert. Aber ich glaube, irgendwie, die hat es wahrscheinlich nicht gefüttert. Die hat dann nur gesagt, das Meerschweinchen ist tot. Und da, Punkt. Ist heute noch. Ja, die Geschichte endet einfach hier, hat überhaupt keine Pointe. Ist einfach sehr traurig. Aber wir sind aber ja heute bist auch. Du ja Spezialist. Da bin ich ja wirklich, ja. Ich bin gut darin, auch einfach die Laune runterzuziehen. Ja, das machst du. Guck mal, Hase. Guck mal.
Und ist das eigentlich, weil das ist ja schon sehr, ich meine, du hast auch Katzenbücher geschrieben und so, ne? Und sehr erfolgreich auch und auch ein Programm das gehabt und so, Schmitz Katzen und so. Ja. Ist das dann also ein Grund dafür gewesen, dass du zum Beispiel gesagt hast, ich würde unbedingt gerne mal nach Ägypten. Das habe ich mich nämlich, du reist ja so total gerne, warst noch, glaube ich, noch nicht in Ägypten, möchtest unbedingt dahin, weil du dich mit dieser Kultur beschäftigt hast. Richtig. Wegen der Katzen? Nee, weiß ich gar nicht. Weil die ist ja da sehr präsent in Skulpturen. Ich glaube, das ist eine interessante Analyse. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht wirklich um die Kultur. Aber ich muss auch gestehen, also die ganze Kultur, Echnaton und so weiter, also das fand ich schon sehr bezeichnend. Ramses natürlich, ist ja ganz klar, die kennt nur jeder, aber so ein paar. Also, dass der Monotheismus, ich könnte jetzt wieder anfangen, aber ich lasse es, aber ein bisschen noch. Der Monotheismus, dass der vielleicht sehr wahrscheinlich die Wiege dort gefunden hat. Ja. Weil Echnaton damals hat das als Quatsch hier mit den vielen Göttern und was weiß ich was. Es gibt nur einen Gott und das ist da oben die Sonnenscheibe. Er hat es Aton genannt, deswegen Echnaton, aber ist egal. Jedenfalls, ist es so viel? Soll ich aufhören? Nein, ich bin total fasziniert, dass wir vor diesem gelangweilten Hasen sitzen, und eben noch über Katzenkacke geredet habe und jetzt auf einmal sind wir beim Monotheismus. Ich bin auch schon in 3 Stunden fertig. Also pass auf. Jedenfalls, er hat gedacht, die Sonnenscheibe kann nur der einzige Gott sein, weil sie Leben spendet. Er hat einen Versuch gemacht. Der hat gesagt, ich lächle dich an. Ich weiß. Ich freue mich so, dass du mich so anlächelst, wollte ich gerade sagen. Bist du eigentlich gläubig? Bist du in der Kirche? Bist du noch im Verein? Im Verein? Bist du im Verein? Nee, ich bin mit 18 ausgetreten. Ich bin auch ausgetreten. Wir stehen beim Hasen und reden. Ich finde das super. Über Religion. Ja. Tatsächlich finde ich in der Logik, dass die Menschen gegenseitig, ich verkürze das mal ganz, ganz krass, dass sie füreinander da sind, verstehen, dass Gemeinsamkeit sinnvoller ist als gegeneinander. Gerade jetzt in, wie soll ich sagen, stürmischen Zeiten. Wenn man schon nicht aus dem Verständnis heraus macht, dass man dem anderen eher Gutes tut als nicht, dann ist doch das logische Verständnis, dass wenn man sich gegenseitig hilft, dass alles insgesamt sinnvoller nach vorne geht und dass das eigene Leben logischerweise auch automatisch besser wird, das ist doch viel sinnvoller, besser und zielfördernder, mal ganz kühl formuliert, als alles andere. Was ich sagen will ist, wenn du schon nicht mit dem Herzen so weit kommst, dann kommst du auch wenigstens mit deiner Logik so weit. Und deswegen verstehe ich diese ganze Scheiße überhaupt nicht, dass die Leute sagen, nein, da gibt's irgendwas Böses und wenn ich das mache, dann werde ich vom Blitz erschlagen. Tut mir leid, da kann ich nicht folgen. Das finde ich mehr als absurd. Vor allem auch, dass man sagt, okay, schalte doch deinen eigenen Kopf ein. Da bin ich ein großer Freund von. Schau mal, guck mal, wie jetzt tatsächlich so, also Dass du bist ein reflektierter Typ. Und das ist so, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ich glaube, viele sehen immer oft nur diese Kunstfigur, weil man weiß ja so gar nicht viel über dich. Ne? Nee, stimmt. Also tatsächlich bist du Privatleben halte ich sehr raus. Genau, und das ist auch richtig so, verstehe ich auch total. Tue ich ja auch. Ja. Wobei das ja immer so, das klingt immer so, als wäre das ein aktiver Prozess, dass man sein Privatleben geheim ist ja gar nicht so. Man sagt, man antwortet auf gewisse Fragen nicht und man stellt sich nicht so, wie andere sich ja exponieren, richtig, hier mit Partnerinnen oder und mein Auto und hier mein Haus und so, in die Öffentlichkeit. Aber das ist das manchmal so, dass du denkst, ach, das wollen die Leute gar nicht von mir hören, dass ich so ein reflektierter Typ bin, weil die wollen den lustigen Flummi auf der Bühne haben oder fragt nur keiner? Komischerweise ist es die Mitte davon. Ich glaube, du hast recht, beim paar Sachen fragen die Leute gar nicht erst, weil sie gar nicht davon ausgehen, dass eine gewisse differenzierte Persönlichkeit, mit Verlaub, übernehme ich das, vielleicht vorhanden ist, weil es sie auch im Zweifel gar nicht interessiert. Und das ist auch in Ordnung. Also wir haben unseren Beruf gewählt, weil wir das lieben und mögen. Und wenn ich jetzt auf die Bühne käme und sagen würde, du, ihr Lieben, ich bin jetzt gleich lustig, aber heute war es gar nicht gut, weil heute habe ich meine Mutter und meine Oma und dann waren wir kurz im Krankenhaus oder keine Ahnung, ich denke mir was aus. Übrigens und auch der Weltkrieg und so, das ist alles, der droht, das ist alles so ein bisschen schwierig, aber jetzt sind wir lustig. Und das ist nicht die Verabredung, die man getroffen hat, zumindest nicht an dem Abend. In so einer Situation wie jetzt, wir stehen bei den tollen kleinen Häschen und wir können uns unterhalten, da gehört das hin, das ist toll. Aber tatsächlich ist das nichts, was ich mir bewusst überlege, wie du richtig sagst. Also ich sag nicht, das muss ich jetzt krampfhaft weglassen oder das muss ich jetzt drin lassen oder da muss ich irgendwas beschützen und ich mache das absichtlich. Auch hier nicht. Das ist ganz oft so, dass ich denke, ich bin ja auch nicht schlauer als die anderen. Ich mache mir meine Gedanken, ich mache mir meinen Kopf und mich dann in die erste Reihe zu stellen und zu sagen, folgt mir, ich habe die Wahrheit. Da denke ich, da würde ich ja das, was ich selber vertrete, ein bisschen verraten, weil ich denke, ich weiß es ja auch nicht wirklich. Es ist so eine Gratwanderung. Manchmal denke ich, die positiven Dinge vielleicht mal ein bisschen stärker nach außen drehen, auch die auch in den Details, um vielleicht ein paar Leute wachzurütteln vielleicht oder ein paar Menschen die Möglichkeit zu geben, selber in die Situation zu bringen. Jetzt habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, aber gut. Das sollte man öfter machen, das gebe ich zu. Und auf der anderen Seite scheue ich mich, und daher kommt es eben, so ein bisschen davor, den Leuten zu sehr zu sagen, ich bin jetzt prominent. Prominent ist keine Auszeichnung. Das qualifiziert mich ja nicht zu einem Experten für was auch immer. Und denen zu sagen,
so ist es jetzt, sondern ich habe meine differenzierte, hoffentlich, Haltung zu Dingen. Und die tue ich auch kund, auch lauthals. Ich verteidige auch leidenschaftlich, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, aber eben nicht so öffentlich. Wir haben unser Kassenschreiber übrigens vergessen. Nein, das haben wir nicht vergessen, das steht da vorne. Ach so, okay. Das holen wir auf dem Rückweg wieder. Ja, genau. Das mache ich oft im Supermarkt, dass ich mein Körbchen dann irgendwo hinstelle und dann nochmal rumgehe. Und ich lasse dann immer meinen großen, vollgepackten Einkaufswagen, nicht nur hier, sondern generell, lasse ich dann irgendwo stehen, weil ich genau wie du denke, ach, ich muss das ganze Ding durchgehen. Ja. Aber ich habe es immer so im Auge. Ja, ja. Weil ich schon oft beklaut wurde, obwohl ich es noch gar nicht gekauft habe. Genau. Da geht ihr mal vorbei, ach ja, die Milch, die brauche ich auch. Genau. Bums. Und das ist furchtbar. Und es ist ja so ein Prozess. Hey. Lange, das hat man alles ausgesucht. Das alles mühsam zusammengesucht. Genau. Da laufe ich hinterher und sage, gibst du mir meine Milch wieder? Oh, sonst kriegst du die Pfauenfeder. Ich kitzel dich. Du niest. Das ist meine Art von... Ich kipp dir das Katzenstreu ins Aquarium. Lass uns das auf gar keinen Fall machen. Nein, das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht auf keinen Fall machen. Sollen wir dich direkt mitnehmen, das Team zu streuen? Ja, lass das erst stehen. Lassen wir stehen oder nehmen wir es mit? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Wird es geklaut, wenn wir es... Hab ich ja eben erzählt. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Jetzt sitzt da. Warum machen die das nicht leichter? Ja. Du mutierst direkt zu so einer älteren Dame. Ja, ich auch. Du gehst direkt so runter. Das ist nicht lustig. Siehst du, das muss ich zum Beispiel nicht. Ja. Siehst du, wenn ich den Wagen nehme, ich kann gerade laufen. Ja. Es hat nur Vorteile. Du bist ja so klein, bist du ja gar nicht. Du spielst aber so selber. So klein bin ich. Nein, weil man denkt es ja immer so, weil du spielst ja auch. Ganz selten. Also ich nutze die Plattform, sage ich mal, aber sehr selten. Groß bin ich übrigens 1,68. Genau, das ist doch nicht sehr... Also ich finde auch nicht. Aus meiner Perspektive ohnehin. Ich empfinde die anderen ja gar nicht als irgendwie besonders anders groß oder irgendwas. Genau. Ich empfinde die anderen nur oft als sehr langsam. Wieso? Weiß ich auch nicht. Nee, dich jetzt. Oh. Aber das denke ich wirklich manchmal, dass du tatsächlich, weil du ja wirklich eine Geschwindigkeit hast, dass selbst ich, dem man ja auch nachsagt, ein bisschen manchmal zu schnell zu sein, das Gefühl habe, dass ich für dich wahrscheinlich gerade wirke, so wie hier, du hast doch auch Ab durch die Hecke, hast du doch mitsynchronisiert. Ja, genau, das Eichhörnchen. Das Squirrel, genau. Ja. Das von Steve Carell im Original gesprochen wird. Ja. Für den ja. Sich bewegen. Also den dringenden Energy-Drink, ja. Genau. Von mir. Und wahrscheinlich ist das wirklich für dich manchmal so ein Gefühl. Bist du ungeduldig denn auch, dass du denkst, komm zum Punkt. Ja. Das ist eine kleine Krankheit, vor allem in Diskussionen, ich falle dann schon mal ins Wort. Weil ich weiß beim ersten Wort schon, was du sagen willst, und dann kommt der halbe Satz, dann weiß ich erst recht, was er sagen will. Und dann falle ich ins Wort, weil ich es nicht mehr aushalte. Ich will, ja, ich hab's wahrscheinlich, lass uns weitermachen. Also geduldig bin ich nicht. Wo ich ungeduldig bin, ist auch im Verkehr. Im Autoverkehr. Okay. Ja. Da bin ich auch sehr ungeduldig. Und im anderen? Sehr geduldig. Ja. Weil ich da irgendwann gemerkt habe, es bringt nichts. Ja. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja. Aber du hast genickt, du bist mit drin. Ja. Willst du einen Fisch? Ich schenke dir einen Fisch. Nein, auf keinen Fall. Fische haben ja auch Gefühle. Nein, ich hab Schwierigkeiten mit Fischen. Nicht, weil ich die nicht mag, ich finde die toll. Aber die in dann so ein Ding zu sperren, ich habe da Schwierigkeiten. Ich sehe den dann im Gefängnis. Mir geht's so bei Wellensittich. Auch, bei Vögeln auch. Das kann ich also nicht. Wir hatten einen Papagei. Oh, das passt super. Also jetzt pass auf. Ich habe den mir nicht gewünscht. Also aus der Familie raus, das würde jetzt zu lange Umwege, um das zu erklären. Aber mir wurde ein Papagei geschenkt. Ich war totunglücklich. Ich wollte das nicht. Ich wollte keinen Papagei. Jetzt war der aber da. Du kannst ihn ja nicht einfach wieder. Der hat, was irgendwie eine 1000 Kilometer, keine Ahnung, das arme Tier. Und jetzt hatte ich einen Papagei. Und gar nicht mal so lange. Und ich bin nicht schuld. Das könnte man jetzt unterstellen, aber ich bin nicht schuld. Irgendwann war der Käfig auf und ein Fenster auf. Und der Papagei ist mitten im Hochsommer entfleucht. Und das Erste, was ich, da war ich ein Kind. Und das Erste, was ich als Kind gesagt habe, Gott sei Dank. Weil ich mit diesem Vogel so mitgefühlt habe und froh war, dass er wieder in Freiheit ist. Ich hoffe sehr, dass er es natürlich geschafft hat und dass da jemand war, der ihn aufgenommen hat und so weiter, dass er da nicht irgendwie... Aber es gibt ja auch in Köln... Gibt es Papageien. So. Und das hat alles angefangen, weil dein Papagei damals aus Leverkusen ist der losgeflogen, hat sich vermehrt und seitdem gibt es eine Riesen... So ist die Geschichte total friedlich geendet. Er ist an einer Autobahn... auf einer Windschutzscheibe. Hör auf jetzt! Nein, es ist die Sache mit der Population. Es war ein Graupapagei und das in Köln sind ja Papageien Sittiche. Ja, die sind Sittich. Ja, Sittichsträuche auch, manche von denen. Das sind... Oh, sorry! Wo gehen wir jetzt hin? Wir kaufen Nougat-Hörnchen. Wir kaufen Nougat-Hörnchen beim besten Bäcker der Welt. Oh, das ist toll. Ja, da gehe ich seit meiner Kindheit. Gegenüber war meine Schule. Ach, toll. Ohne Scheiß.
gegenüber meiner Schule. Und der Bäcker, da habe ich mir immer Nougat-Hörnchen gekauft. Seitdem ich da hingehe, esse ich Nougat-Hörnchen. Oh, ich habe voll Bock auf Nougat. Ja, ich mag Nougat-Hörnchen. Ich muss für meine Mutter nämlich tatsächlich noch einen Kuchen mitbringen, dann kommen wir auf hoffen wir auch Nougat-Hörnchen. Oh, ja, das schiebst du? Gut. Okay, ich schiebe, ja. Ich mach nichts. Ist das das Café, wo wir jetzt diese Nougat-Hörnchen kaufen? Da stehen wir vor. Wir stehen vor Nöres. Nöres, Café Nöres, gibt es seit 1934, steht auch sogar oben dran. Und hier habe ich immer Sachen für die Schule gekauft. Und hier habe ich vor allem immer die berühmten, sagenhaft umwobenen und weltweit bekannten Nougat-Hörnchen gekauft. Dann holen wir jetzt Nougat-Hörnchen, bitte. Ich gebe dir eins aus. Gibst du mir eins aus? Ja, ich gebe dir eins aus. Oh, das ist aber sehr nett. Ja, du hast mir das ganze Streu gegeben, dann gebe ich dir Nougat. Ah, das ist schön. Oder? Ja, ja, sehr gut. Katzenstreu gegen Nougat-Hörnchen. Ja, ja. Gibt's keine Nusshörnchen? Milchhörnchen? Nougathörnchen. Gibt nur ein Nougathörnchen? Das wäre jetzt der Knaller, wenn sie nur noch eins haben. Okay, dann aber das zeigt dann auch den wahren Charakter eines Menschen. Aber du musst das jetzt für dich mit dir ausmachen. Wir warten erstmal ab. Bevor das eskaliert, warten wir noch ab, ob es wirklich nur noch eins gibt. Haben wir da. Noch mehr als eins? Noch? Oh, das yes! ist so beruhigend. Wunderbar. Toll. Okay, kein Grund zur Sorge. Es gibt noch Nougathörnchen. Bleiben Sie bitte alle ruhig. Oh, Entschuldigung, wir sind dran. Nougat-Hörnchen. Ich habe mal jemanden mitgebracht. Hallöchen, ich bin jemand. Das ist Pierre jemand. Und wir hätten gerne zwei von den sagenumwobenen Nougat-Hörnchen. Aber da liegt nur eins. Was machen wir jetzt? Wie lösen wir dieses Problem? Hervorragend. Wir nehmen alle vier. Ja, ja. Wirklich? Ja, okay, natürlich. Fürs Team, meinst du? Alle in eine Tüte? Auch. Alle in eine Tüte. Und wir würden gerne, für meine Mama brauche ich noch was von Kuchen. Aber du bringst wirklich Mama-Kuchen mit? Ja, natürlich. Auch das ist aber sehr nett. Ich hätte gern zwei von den gedeckten Apfel. Meine Mutter liebt gedeckten Apfel. Ja, verstehe ich. Hat einen guten Geschmack, deine Mutter. Nee, da unten Riemchen. Entschuldigung. Riemchenapfel. Eins mit, eins ohne. Gerne. Kommt sonst noch was dazu? Ja. Noch zwei Stück haben Sie Eissplittertorte. Ich bin so gespannt, wie diese Nougat. Die sind sensationell. Das kann jetzt eigentlich nur unverhältnis. Ich kriege die von heute nicht vergessen. Sind die von heute oder von gestern? Die haben wir sogar eben erst frisch gebacken. Mega! Haben Sie was zum Desinfizieren? Ja, bitte. wann hast du denn festgestellt, dass du ein Sendungsbewusstsein hast? Immer schon. Also immer schon festgestellt, das ist ja Quatsch. Im Kindergarten. Erklär mich für verrückt, es ist wirklich so, ich war im Kindergarten und habe den Zirkusdirektor gespielt und hatte einen viel zu großen Zylinder, der mir immer ins Gesicht rutschte, das ist nur am Rand, und die Mädchen haben die Pferde gespielt in der Manege. Ich hatte eine Peitsche, hatte ich nur so getan, und habe die Mädchen durch die Manege gescheucht. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, das ist mein Beruf. Also das nicht das Mädchen durch die Manege scheuchen ist ein Beruf, sondern das ja, eher das... Ja, das ein bisschen der Pointe wegen, ein bisschen überspitzt formuliert. Ja. Aber tatsächlich war das, glaube ich, der Startschuss, um zu sagen, ich mache Schauspiel und habe seitdem immer Theater gespielt. Und es war immer tatsächlich mein Wunsch, Schauspieler zu werden. Und du hast eine, was ist eigentlich mit diesen Hörnchen? Ja, wenn ich die unbedingt viel besser mit viel besser. Mit es sieht auch viel besser aus. Ja, von der Nougat drin. So, jetzt pass auf. Da, 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 da. Oh mein Gott! Oh, das war mal warm. Ja. Ja. Ich beiß da jetzt rein und stell dann die Frage, ja? Tusch. Mm. Oh, ist das gut. Mm. Es ist einfach faszinierend. Alles, das man mit Zucker bestreut und mit süßem Fett füllt, schmeckt halt besser. Machst du schon wieder schlecht? Nee, es ist super. Es ist ja gut. Es ist was Gutes mit Zucker bestreuen und mit Fett zu füllen. Das ist die, ich finde, das ist ein Hefegebäck, das muss ich erst mal hinkriegen. Das ist so, können Sie, liebe Zuschauer, sehen Sie, das ist so weich. Alles andere ist Dreck dagegen. Und schmeckt es so, ist das der Geschmack von der Kindheit dann, ne? Wenn ihr das ja, das schmeckt genauso. Schmeckt wie Kinder. Ach, das ist natürlich schmeckt toll. Genau wie aus der Kindheit. Wohl, da vorne war ja meine Schule auch. Und da bin ich dann hin und habe nach der Schule mir ein Nougat-Hörnchen mitgebracht und so weiter. Oder auch sonntags zum Frühstück, das ging. Sonntags früh hatten die auf. Dann hat man ein Nougat-Hörnchen gekauft und so weiter. Mhm. Ach toll. Das ist meine Kindheit. Also wenn meine Kindheit irgendetwas mit irgendetwas Symbolischem zusammengefasst werden müsste, dann wäre es ein Nougat-Hörnchen. Das ist ein gutes Symbol für die Kindheit. Aber mit dem, ja. Mhm. Das Take Me Out war das Beste. Bestes. Wirklich? Immer jeden Abend geguckt. Ja, sehr gut. Sie waren das. Ja, genau. Ja. Echt toll. Schade. Die gibt's, es gibt eine, fehlt. Nee, aber es gibt ja eine andere Sendung. Nix, aber du warst gut. Ich danke Ihnen, das ist sehr nett. Ja. aber du machst du die Sendung wieder. Und, aber da, du machst ja zwei Sendungen, die sich mit der Thematik Dating beschäftigen. Also das ist schon so irgendwie dein Ding. Ist da eine persönliche, also datest du einfach gerne? Hast du da, nee, ich nehme Menschen ernst. Ich finde es toll, in diesem Prozess ein bisschen, sagen wir, unterstützend zur Seite zu stehen.
Ich finde es toll, Menschen kennenzulernen und mal ein bisschen nachzuhorchen. Vielleicht sogar hier und da so einen kleinen Schubser zu geben, indem man über Unzulänglichkeiten lacht und die sich eingesteht. Und die anderen, weil von außen sieht man es immer besser, man selbst immer schwierig. Und wenn man dann hört, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn du es nicht alles davon abhängig machst, deine zukünftigen Beziehungen und deine Ehe und Kinder und Familie und vielleicht, ob der jetzt rote oder gelbe Schuhe hat. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, da mal den Finger reinzulegen. Und wenn ich da behilflich sein kann, dann finde ich das eigentlich ganz spannend. Erinnerst du dich an dein erstes Date? Hattest du sowas überhaupt? Ich muss gerade selber überlegen. Sie hieß so damals richtig, nicht Date. Ja, da hat man sich zum Eis verabredet. Ich glaube, genau. Das war mein erstes. Ich glaube, mein erstes war tatsächlich mit 15 und es war ein Eis. Ich glaube. Und ich glaube, am Ende gab es so einen Kuss, aber noch nicht mit Zunge. Und das war es überhaupt. Kuss mit Zunge, da sagst du was. War nicht mein erstes Date. Mein erster Kuss war Brigitte. Und auf einem Geburtstag, wie soll es anders sein? Auf einem Geburtstag habe ich Brigitte geküsst. War es Brigittes 47. Gott sei Dank nicht. Ich war auch sehr jung. Ich glaube, wir waren 11. Ja, auch süß. So, oder vielleicht ein bisschen älter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Und wir haben uns geküsst. Und ich war aber dann, und dann waren wir auch irgendwie zusammen. Man wusste das nicht so genau. Ist man eigentlich dann zusammen oder ist man nicht zusammen? Jedenfalls dachte ich irgendwie, man ist jetzt irgendwie zusammen. Weil man übt das ja. Und dann stellte sich raus, Brigitte hat mich sehr schnell wieder abgeschossen, weil sie einen anderen Jungen geküsst hat, der mit Zunge küsst. Und das war irgendwie toll. Und ich dachte, nee, das will ich nicht. Das ist ekelhaft. Ja, das ist auch wirklich ekelhaft. Das, ne? Ist widerlich. Also, schmeckt nach Nougathörnchen. So, und so. Oh mein, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Und dann waren Brigitte und ich Geschichte. Und ich war todtraurig, kurz. Dann waren wir ein Eis essen. Ja. Und heute bin ich sehr froh. Ich habe Brigitte, also ich bin ganz froh. Also ich bin ganz froh, dass ich damals noch nicht mit Zunge geküsst habe. Ich mach's ja bis heute nicht. Aber das heißt, dein Herz wurde auch in jungen Jahren schon das erste Mal gebrochen. Mehrfach. Ja. Und das muss auch so sein. Ich finde auch, vor allem ist es für die Künstlerseele gut, wahren, tiefen Schmerz empfunden zu haben. Ja, das ist richtig, ja. Man muss... Womit wir bei deinem Lieblingsthema sind, die Stimmung in den Keller zu ziehen. Das ist gar nicht gut, ja. Und das Schlechte hervorzukehren, um mich zu schützen, hast du ja gesagt. Naja, das ist reines Schutzbedürfnis. Ich lasse dich jetzt auch gleich, weil du musst ja noch zu Mama und ich glaube, der Kuchen schmilzt. Weil das sind ja Eissplitter und das sind nicht... Ist dann nur noch eine Splittertorte, wie du sagst. Ja, oder so, ja. Genau. Ralf, es war mir eine ganz große Freude. Eine ebenso große für mich. Dich zu treffen. Und vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe auch. Ja. Setz mich noch mal ein. Ja, selbstverständlich. Doch, wirklich. Sehr gerne. Das hat ja lange genug gedauert. Nein, wirklich. Ja. Das ist wirklich so. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Es kommt eh irgendwann die Phase, wo ich mich mit allen noch mal treffe. So in 10 Jahren. Du bist sehr optimistisch. Ja, behalte das bei. Ich danke dir. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass ich diese Hörnchen auch behalten darf. Gerne. Das ist total nett von dir. Ja, danke, gerne, bitteschön. Das sind nur 2, deswegen kann ich jetzt nicht ans Team verteilen, sondern esse die einfach selber. Mhm. Okay? Okay. Danke, mein Lieber. Ja. Mach's gut. Vielen Dank. Oh, wie geil ist das denn? Tschüss. Tschüss. Oh, super lieb, danke. Mann. Ich esse eins gleich auf dem Weg. Das ist so lecker. Soll ich das direkt machen? Ja. Achso. Direkt? Bitte. Ja. Nee, jetzt nicht. Jetzt. Ah. Hier, schaut euch diese ganzen Filmchen an. Das könnt ihr nur, wenn ihr den Kanal abonniert. Also macht das. Ja. Haben wir das gut gemacht? Sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Genau. Also schön abonnieren, ne? Und einen Kommi da lassen. Kommi da lassen, unbedingt. Lass einen Kommi da, sonst weiß man nicht, dass ihr da gewesen seid. Ja, blöd. So. Man sieht sich.